Auf die Plätze, anschnallen, los. Oder mitgehangen, mitgefangen. Nach diesem Motto brachten sich zahlreiche Prominente beim Riesenwurzeln in Stellung, um Geld für Lungenhochdruckpatienten zu sammeln. Es ist sehr schwer, wenn man wirklich angebunden ist und man will ja dauernd irgendwie weg. Ja? Man kann nur nach rechts und nach links, man kann nicht nach vorne und zurück, man will, ja. Und wie, dann, wie in jeder Partnerschaft, sie will links, sie will rechts, ja, und umgekehrt. Genau. Du schiebst den Partner auch hin und her und ob er will oder nicht und wer der Stärkere ist, der gibt den Ton an sozusagen. Einer ist der Stärkere, wie immer, im Leben auch. Ne? Wie ist es schwerer, als menschlicher Wutzler, als Stürmer oder im echten Fußball? Ja, hier muss man weniger laufen, das kommt mir im Alter zugute. Laufen können Patienten mit Lungenhochdruck, für die hier gewurzelt wird, nicht. Ich vergleiche das immer gern, wenn sich normale Menschen am Himalaya in 8000 Meter Höhe ohne Sauerstoff bewegen, dann wird jeder Schritt schwierig. Meine Tochter hat immer gesagt, Stiegen sind die Monster. Wir haben ein intravenöses Medikament. Alle 40 Sekunden, er hat das hier oben, genau. Alle 40 Sekunden bekommen wir ein Medikament, damit die Lunge also halbwegs so ist wie bei einem normalen Menschen, dass man halt so herumgehen kann. Das muss immer bei uns 24 Stunden sein. Könntet ihr menschliche Wutzler spielen? Wenn es ein Zeitlupenvideo wäre, das soll schon. Genau, wenn es ein Zeitlupe wäre, wären wir, glaube ich, gut dabei.